Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tipps und Tricks Video zu Animal Crossing New Horizons auf diesem Kanal. Ich habe euch ja neulich schon mal diese Bilder vorgestellt, diese verfluchten Bilder vom Rainer, wo dann Bilder in der Nacht Sachen gemacht haben, die sie am Tag nicht gemacht haben, beziehungsweise dass sie sich dann so ein bisschen verformt haben. Und jetzt wurde was Ähnliches nochmal entdeckt. Ich frage mich, warum das jetzt so spät entdeckt wurde, aber mir selber ist es zum Beispiel auch nicht aufgefallen. Hab's aber von einer Newsseite mitbekommen, dass es das anscheinend gibt. Und zwar habt ihr das vielleicht schon erraten, weil wir hier gerade vor dem Museum stehen und hier ganz komische Fossilien rumstehen. Es gibt Fossilien, 4 an der Zahl, wurden zumindest bisher gefunden, aber ich denke mal, die haben das schon mit allen ausprobiert, deswegen wird es wahrscheinlich nur diese 4 sein. Auf jeden Fall kann man mit denen agieren. Also die sind jetzt nicht in der Nacht irgendwie, dass sie sich verändern oder sowas, sondern wenn man sie draußen hinstellt und dann einfach mal A drauf drückt, dann bewegen die sich einfach. Was ist denn da los? Das ist mega cool. Das geht, wie gesagt, mit 4 verschiedenen Fossilien. Wir hätten hier zum einen den Pachysaurus. Da geht halt der Kopf so hoch und runter und der Mund öffnet sich ein bisschen. Dann der zweite ist hier der Spinosaurus. Da geht der Mund auch einfach auf und zu. Ich finde das auch cool, wie das so hin und her wackelt. Als wenn das so ein richtiges Skelett wäre. Oh, es macht sogar Geräusche. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Hört mal ganz genau hin. Ja, man hört das sogar. Oh, das ist ja mega cool. Auf jeden Fall, das ist der zweite. Und dann noch die beiden hier, nämlich einmal der Triceratops. Da geht der Mund dann auch zu und der Kopf bewegt sich so ein bisschen nach oben. Und wenn man halt nochmal drauf drückt, dann geht er wieder in die Anfangsposition. Und der Tyrannosaurus Rex, bei dem geht auch der Mund zu. Man kann die auch währenddessen noch drehen und sowas, wie man will. Da kann man so tun, als wenn er einen auffrisst. Ist auf jeden Fall mega witzig. Und man kann damit halt auch coole Sachen machen, wie zum Beispiel, dass dann der Tyrannosaurus Rex oder sowas einfach irgendeinen anderen Dino angreift oder sowas. Und dass sie dann so richtig in Action sind. Das funktioniert übrigens, wie ihr ja auch schon seht, einfach nur mit den Köpfen. Also ihr müsst nicht das ganze Fossil haben oder sowas. Und ihr könnt auch hinter dem Fossil ranpacken, was ihr wollt. Also zum Beispiel, okay, ich habe jetzt gar keinen Platz dafür, aber ihr könntet... Zakadunk! Oh Gott, ist das schwer! Die so zusammenpacken. Verdammt, Moment. Aber gleich. So, einmal zusammenschieben. Ich kann jetzt leider die Kamera nicht drehen. Aber dann habt ihr halt so ganz komische Konstrukte an Dinosauriern und die dann auch wieder anklicken und das könnte witzige Sachen ergeben. Okay, warte, das hier, passt das sogar? Ich möchte das nochmal in freier Natur sehen. Also in freier Natur. Naja, zumindest so halb. Und man kann die dann halt einfach ihre Sachen machen lassen. Das sieht schon ganz schön bescheuert aus, muss ich sagen. Aber ich mag's. Ja, ist einfach nur ein mini kleines Video, falls euch das noch nicht bewusst war, dass das auch mit ein paar Fossilien geht. Und ich hoffe, ihr habt dabei was gelernt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch noch einen anderen Vorderteil von dieser komischen Schildkröte. Und bei der geht das zum Beispiel nicht. Finde ich ein bisschen schade, kann ja aber noch nachgepatcht werden. Das wäre cool, wenn das mit jedem Fossil geht. Andererseits ist es so natürlich auch viel cooler, weil man dann mehr oder weniger ein Easter Egg hat. Aber damit ist das auch schon das zweite Easter Egg neben diesen verfluchten Bildern, die jetzt hier in Animal Crossing entdeckt worden sind. Ich bin mal gespannt, was in der Zukunft noch kommt. Und das soll es dann erstmal gewesen sein mit diesem kleinen Video. Und ja, das bietet bestimmt Raum für kreative Ideen, dass das hier geht. Dann will ich aber sagen, was ist mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.